Einen schönen guten Tag, ihr liebe Leute von nah und fern. Und schöne Grüße aus dem schönen Westerwald. Heute seit langem nochmal ein Video aus dem Stall. Und ich bitte, die schwierigen Lichtverhältnisse zu entschuldigen. Ja, und vorab möchte ich noch einen Kommentar fallen lassen. Also nicht vor mich hin, sondern weitergeben oder erzählen. Und zwar ist mir nahegetragen worden, dass man doch nicht einfach immer so komische Witze machen könnte bei so schwierigen oder nicht schwierigen Quatsch, bei so ernsten und wichtigen Themen wie Schafhaltung und Schafzucht. Und was denn die Zuschauer denken sollten. Ja, was soll das überhaupt? Hä? Was denkt ihr euch dabei? Ja, das war ein kleiner Schalk am Rande. Ach nee, ein Witz, ein Scherz am Rande. Schalk und Scherz hören sich ja noch fast gleich an. Und ein Scherz am Rande, habe ich mich doch glatt versprochen. Also, ich habe mir nichts versprochen. Auch keinem anderen habe ich was versprochen. Aber ich habe mich versprochen. Ja, die Grammatik wieder, das ist immer so ein Thema. Aber kommen wir zu den wichtigen Themen des Lebens, zu der Schafzucht und zu der Schafhaltung. Und warum ich jetzt aus dem Stall filme. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zuschauen. Ja, hier sind wir im Stall und hier sind es auch schon die Schäfchen. Wir haben sie also letzten Samstag eingestallt. So lange haben wir sie noch draußen auf den verschiedensten grünen Flächen weiden lassen. Und ich hätte sie vielleicht auch noch länger draußen gelassen, weil noch immer Futter da war. Aber in einigen Tagen, sprich heute in einer Woche, also kommenden Montag, ist offiziell Lammzeitbeginn. Dann sind 150 Tage rum und letztes Jahr hatten wir ja in der Nacht zum 149. Tag die ersten Lämmer da. Und deswegen sind die Schafe jetzt im Stall und bekommen dieses Jahr zum ersten Mal Silo. Aber wie ihr sehen könnt, das ist kaum nass. Das ist gerade nur so ein bisschen klamm, bisschen feucht, bisschen klamm. Und sie fressen es. Haben den jetzt schon 2 Tage gefressen. Und ich bin immer rund gegangen, morgens und abends. Die Verdauung scheint gut zu sein. Und sie scheinen es gut zu vertragen. Und wie ihr seht, sie fressen es auch. Und ja, ich hoffe mal, es geht alles gut. Wir haben jetzt hier unsere Abteilung Nummer 3. Dann haben wir hier unsere Abteilung Nummer 2, getrennt durch dieses Gatter und halt auch diese große Futterbox, Futterraufe, umgebaute Wassertank ohne Tank drin. Und hier ist unsere Abteilung Nummer 3. Ich versuche es mal noch anders. So, ja. Sieht man ein bisschen schlechter. Ich hoffe, es geht noch. Ja, und jetzt haben wir immer, will ich nicht lügen, hier in der größten haben wir 6 Schafe drin und in den anderen 5 Schafe. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 und 6 Schafe. Und wir wollen das jetzt mal ausprobieren, die in der Gruppe lammen zu lassen. Weil letztes Jahr haben wir jedes Schaf separat in eine Ablammbox, Steckfixhorden-Ablammbox eingesperrt. Und das erschien mir so, als wollten das einige Schafe überhaupt gar nicht gern haben. Und die sind immer ins Gatter gesprungen und haben probiert auszubrechen und immer wieder gegen das Gatter und haben sich auch nicht gut um die Lämmer gekümmert, vereinzelte. Und ich dachte, die wollen irgendwie, glaube ich, nicht alleine stehen. Ich weiß nicht, ob ich so am Verzapfen und am Verhätscheln bin. Aber dieses Jahr probieren wir das mal aus. Das sieht jetzt irgendwie hinter der Kamera blöd aus. In Wirklichkeit wirkt es größer. Ich gehe jetzt auch mal hier rein. So, hallo Schaf. Hallo Schafe. Ja, jetzt zeige ich euch mal Hitti hier, die Abteilung Nummer 2. So, ja, hier stehen jetzt also 1, 2, 3, 4, 5 Schafe drin. Und 4 sollen lammen und 1 ist selber ein junges Tier. Sieht man noch hier vorne, letztes Jahr im März geboren bei uns und soll einfach nur dabei sein. Ja, und wir probieren das aus, ob das funktioniert, ob das besser oder schlechter funktioniert und wie groß die Schwierigkeit ist.
dass die das ein oder andere Mutterschaf sich so ein Lämmchen adoptieren, also klauen will, oder ob das nicht vorkommt. Die Sache werden wir genau beobachten und wie die Tiere sich verhalten, ob die dann weniger Stress auf mich irgendwie ausüben oder nicht auf mich ausüben, sondern dass es mir weniger stressig für die Tiere vorkommt, wenn die in der Gruppe ablammen. Und im Zweifelsfall kann ich ja immer noch mit so Gartenzaunelementen habe ich noch einige und auch noch natürlich noch Steckfixhorden, die Tiere dann noch eine Zeit lang separieren, wenn es irgendwie Schwierigkeiten gäbe, nochmal separate Boxen bauen dann. Ja, so viel zu dem Thema. Und dann habe ich noch eine kleine Neuerung. Wir hatten letztes Jahr schon so einen 1000 Liter Wassertankgestell als Raufe benutzt. Und jetzt habe ich hier war eine Strebe. So eine Strebe ist hier hinter dem Spanngurt zu sehen. Und die war auch hier. Da sind noch die Überreste. Da auch. Die habe ich weggeflext und natürlich auch schön entgratet. Da kann man schon mit dem Finger hergehen. Ich tue mir also nichts. Als alter Metaller sollte das für mich selbstverständlich sein. Und die unten ist wieder eine Strebe, sieht man auch. Jetzt haben die Schafe deutlich mehr Platz und kommen viel besser da rein. Und letztes Jahr ist uns eins da drin hängen geblieben. Das hat irgendwie den Kopf da reingewurschtelt, als ich die kleinen Heuballen da drin hatte. Und ist hängen geblieben und wahrscheinlich den ganzen Tag da rumgestanden und kam nicht mehr raus, bis das ich es befreit habe. Und das wollte ich vermeiden und habe deswegen diese eine Querstrebe weggeflext und jetzt scheint es viel besser zu funktionieren. Auch zum ersten Mal für uns ein Rundballen-Silo. Also hier ist auch nochmal dieses Silo. Also das ist wirklich nicht batschnass. Das ist gerade so, dass es klamm ist und es riecht auch nicht wirklich stark. Und so fressen nicht gut. Ja, wir haben keinen Traktor. Noch kein anderes Gerät, um so schwere Ballen zu bewegen. Unser guter Kumpel hier aus dem Ort, den ihr schon auf dem einen oder anderen Video sehen konntet, hat uns geholfen, will uns auch zukünftig helfen, die Ballen dann aufzuspießen mit seinem Trecker und hier runterfahren. Einmal die Woche, so ein Ballen soll wohl in einer Woche verfüttert werden. Mal sehen, ob das klappt. Und ja, weiß ich nicht, ob das die Endlösung ist für uns ohne Traktor. Extra dafür einen Traktor kaufen. Es kostspielig. Schauen wir mal, was die nächsten Monate und ein, zwei Jahre so bringen. Und ob man auch noch an Silo eher weniger, aber chromisch vielleicht in kleinen Ballen rankommt. Und mal abwarten, wie die Fütterung hier mit dem Silo jetzt funktioniert. Ob das wirklich ein Renner wird oder ob da irgend noch was schief läuft. Naja, so viel dazu. Dann zeige ich euch jetzt noch, wo die Ziegen stehen. Sicherlich habt ihr die auch schon vermisst. Ja, hier ist jetzt unsere Ziegenbande. Das ist eine richtige, ursprüngliche, originale Garage, Autogarage von dem Vorbesitzer des Hauses. Und da sind die Ziegen hin umgezogen und haben jetzt hier ihr Winterquartier. Da hinten liegt ein abgenagter Weihnachtsbaum mit einem Futtertrog. Dort ist Mineralleckmasse und hier halt Wasser. Und hier habe ich auch das Innenleben, den Kunststofftank, 1000 Liter Wassertank, aufgeflext und kann jetzt schön von oben Heu und Silo reingeben. Den Ziegen habe ich noch erst gemischt, um zu schauen, wie sie es vertragen. Und ja, hier vorne haben wir dann Gatter vorgebaut und auch angebunden, damit kein Ausbrechen möglich ist. Und da, wo die Glöckchen jetzt durchguckt, das ist ja so ein Türchen, da kann man schön reingehen. Ja, ich finde, das ist ein schönes Zuhause für Ziegen. Da gibt es sicherlich schlechtere Unterkünfte. Ja, hier ist jetzt die andere Garage, auch eine richtige Autogarage mit einem Tor auch noch. Da steht schon so ein weißer Kunststofftank drinne. Hier habe ich auch das Gestell außenrum schon so Löcher reingeflext. Das steht jetzt nur verkehrt rum. Das muss dann natürlich so rumgedreht werden. Und dann wollen wir auch noch hier solche Gatter wieder davor bauen und am kommenden Wochenende die Böcke nach Hause holen, damit die hier übernachten können. Dann kommt natürlich die alte kaputte Lampe noch weg und irgendwie mache ich immer was falsch. Und
Ja, da sind noch vom Flexen die Reststücke von dem Metall und das Kabel, das geht ja ans Weidezaungerät, das wird dann noch wegmontiert, weggemacht und dann kommen hier die Böcke rein. Dann haben wir hier die Böcke, mittendrin liegt noch ein bisschen Heu, da die Ziegen und da hinten ist der Stall zu den Mutterschafen, die ja dann hoffentlich in knapp einer Woche anfangen zu lammen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch bis hierhin gefallen und ihr habt so einen kleinen Eindruck kriegen können, wie die Tiere bei uns hier so im Winter eingestallt sind. Und vielleicht kann ja jemand mal was dazu schreiben, ob er das ganz anders macht, wie er das sieht mit den Ablammungen in der Gruppe, ob da jemand Erfahrungen mit hat oder nicht oder wie auch immer. Ich weiß von einem anderen großen Schäfer, der kriegt die Lämmer auf der Weide. Der geht den ganzen Winter über durch Wald und Flur, hätte ich fast gesagt. Und andere wiederum tun die Schafe wirklich rein und in einzelne Boxen. Haben wir letztes Jahr probiert, dieses Jahr probieren wir es mal so. Ja, dann bleibt mir zum Schluss nichts weiter als wie, fast hätte ich schon wieder vergessen, dem aufmerksamen Zuschauer dafür zu danken, dass er bis zum Schluss geschaut hat. Und sage wie immer, gehabt euch wohl und ich wünsche euch was. Tschö.